Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute meine Feuerwerksreste von 2016 vorstellen. Ich fange an mit den Batterien. Hier haben wir eine Panther Timeout. Man erkennt, dass es die neuere Version ist, weil sie noch einen gelben Streifen unten hat. Und das ist die, wo die Blinker nicht mehr ganz so gut sind. Daneben ist noch eine alte. Die hat keinen gelben Streifen und da sind die Blinker noch richtig gut. Außerdem habe ich noch eine J-Mir übrig. Die ist von PyroArt. Weiter geht es mit den Raketen. Ich habe noch eine Packung Fifi 5 Raketen von PyroArt übrig, zwei Packungen Space Travel Raketen von Weco, eine Packung Naughty Swimmers von Leslie und eine Packung Space Sound Raketen von Keller. So, weiter geht es mit den römischen Lichtern. Ich habe zweimal die römischen Lichter von Weco übrig. Das sind 20 Schuss Römis. Dann einmal ein 12 Schuss Römi von Panda. Dann dreimal die römischen Lichter von Diamond. Noch schön mit dem Diamond-Schriftzug. Und ein großes römisches Licht von Diamond. Das ist ein 8 Schuss römisches Licht. Weiter geht es nun mit den Raketen. Ich habe insgesamt 21 Raketen übrig. Das sind meine Raketen von Nico, die ich übrig habe. Da ist mir aufgefallen, wo ich sie rausgesucht habe, dass in den einen Holzstiel der Holzwürmer drinnen wohnen. Sie brauchen ja auch mal ein Zuhause. Dann habe ich noch zwei Raketen von Komet übrig. Ein paar Raketen von Diamond. Und noch eine Rakete von Weco. Außerdem habe ich noch zwei Packungen Rocket Strike. Ich habe jetzt bloß eine mitgenommen. Weiter geht es mit meinen Böllern. Ich habe noch einen halbvollen Schinken-D-Böller von Keller übrig. Ein dreiviertelvollen Schinken-China-Knaller von Weco. Eine Packung Reibkopf-Knaller von Keller. Ein paar einzelne Packungen von Knallern von Weco. Superböller 1, China-Böller D, B- und A-Böller. Dann eine Packung Vipers von Lessie. Drei große Kanonenschläge von Weco. Eine Packung China-Böller von Lessie. Einmal Frösche von Weco. Ein paar Reibkopfknaller von Weco. Dann vier Packungen Dynamit Superböller 2 von PyroArt. So, weiter geht's. Hier habe ich noch ein paar China-Böller D von dem Jahr zuvor. Ich fand, die waren von der Lautstärke her besser als die von letzten Jahr. Ein paar Kupis und noch ein paar einzelne Böller. Und dann habe ich hier noch eine 300er Knallkette von Weco. So, nun zum Schluss das Leuchtfeuerwerk. Ich habe 15 Packungen Moskitos von Lessie noch übrig. Davon habe ich jetzt noch zwei Packungen mit rausgenommen. Drei Packungen Moonshiners von Lessie. Eine Packung Sonnenvögel von Weco. Einen Fujiyamas Vulkan von Diamond. Eine Fontäne von Diamond. Und noch einen Weco Überraschungsvulkan. Das war mein Resterbestand. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.